Hallo, meine lieben Freunde auf YouTube und herzlich willkommen bei Mount & Blade Warband. Lange ist es her, dass ich dieses Scheißspiel mal wieder gezockt habe. Also jetzt echt lange und ich weiß noch, dass wir letztens irgendwie durch hammergeile, mega harte Lags hier irgendwie so gelandet sind. Und ja, und durch Hammer Mega hatte Lex dann auf Flucht gekommen sind, oder ich zumindest, weil mich dieser Mega-Lag abgefuckt hat und ich irgendwas weggeklickt habe. Und ja, dann haben wir alles verloren. Was haben wir denn überhaupt noch? Wir haben da noch alles. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal wieder alles zerbersten ohne Ende. Und ich hoffe mal, es läuft. Also ich habe aber wirklich lange nicht mehr gezockt. Und wie es aussieht, ist RD Una hier relativ unbewacht. Und warum nutzen wir das nicht einfach, während da ein 88er kommt? Aber ist mir das egal. Der bleibt stehen, war hier. Aha. Okay, hier kommt ein 63er. Vor dem habe ich Respekt, den lassen wir in Ruhe. Und cheat es natürlich wieder an hier mit alles sehen und so. Sonst wäre es ja ein bisschen langweilig. So, wo sind wir denn hier? Hier ist eine Karawane. Aber die lasse ich mal in Ruhe. So, meine Katze ist gerade so tierisch am Abspacken, ey. So. Ich schwöre euch, meine Katze ist so alt, ey. Hat so Probleme, so Störungen. Eingesperrt im Bad. Oh, 22er Banditen. Die sollen wir doch wohl ficken. Ach ja, 56, natürlich. Da kommen auf einmal noch alle anderen drumrum, die ja auch mitmischen wollen. Ist klar. So, stellt euch auf. 10 Schritte vor. Alter, die Befehle kann ich sogar noch alle, obwohl sie jetzt gar nicht so schwer sind. So, Bogenschießen, wuhu. Ja, yeah, meine Leute legen auf jeden Fall schon los. Hab ganz schön viele. Aber ich habe mir auch ganz schön viel gescheatet. Weil Baum eben. Weil halt eben so viele gestorben sind. Oder durch Flucht halt eben. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wart dabei beim Let's Play. Ich habe schon längst wieder vergessen. Alter, die Meisterschützen da unten, die gehen ja so ab, ey. So, dann haut mal rein, Jungs. Mein Pferd ist gleich tot, das will ich nicht. Denn, ja. Ihr könnt ja auch was machen, ne? Also hier die Infanterie, die Bogenschützen können ja ruhig weiter reinhauen. Ich weiß, ich habe mir jetzt etwas viele super gute Leute gecheatet, aber dafür habe ich mir auch sehr viele, die nicht gut befördert sind, gecheatet. Also ist es gerechter Ausgleich. Ich habe kein Problem mit, solange die Meisterschützen ja alles zerbersten. Und es läuft auch ohne Lex. Freut mich echt. Alter, 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 wie viele. Was? Einer ist tot! Die mich verarschen. Alter, wenn mein Katz nicht gleich die Klappe hält, ey, ich schwör. Okay, einen Toten können wir verkraften. Weil wir haben ja auch hier gegen. Wir kämpfen ja auch hier gegen 56 eigentlich. Und 56 sind ja eigentlich ganz schön viele und da ist jetzt auch noch Verstärkung. Sollte ich lieber mal helfen, weil die sind gerade in Überzahl im Gegensatz zu meinen kleinen Truppen hier gerade. Also in Überzahl meine ich, hier war gerade nur ein kleiner Block von meinen Truppen und. Egal, egal. Und ich muss auch gleich nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich mir gerade was zu essen mache und ich Hunger habe. Nice, Jungs, ein Toter. Können wir wohl verkraften. So. Wo sind wir denn hier? Truppen können befördert werden. 31, Seeräuber. Oh, Seeräuber. Aber ich will erstmal nochmal Truppen befördern, bevor wir den wegklatschen. Sind nochmal ein paar Leute besser gemacht. 31, 31. Wenn das nicht mal gerecht ist, weiß ich auch nicht weiter.
Alle Mann Position halten, alle Mann 10 Schritte vor. Random Schuss. Random Schuss. Da schießen sie auch schon auf mich. Hier habe ich jetzt 10 Schritte vorgemacht, weil... Nochmal 10 Schritte vor. Ich will, dass meine Bogenschützen vorne sind, Jungs. Nicht, dass ihr da dumm im Weg steht. Ach, egal. Random Schuss. Komm, irgendwann wird man ja wohl einen treffen. Ja, mein Pferd leidet gerade wieder, ne? Genau. Oh, das sind Seeräuber, scheiße. Also ist doch nicht so ein gerechter Kampf, weil die sind so gut ausgebildet und so haben so viele... Oh, diese... kleinen Äxte, diese Wurfäxte geben mir so auf den Piss, ey. Und diese großen Bögen, ey. Was machen meine WG-Meisterschützen, ey? Alter, wenn meine Katze nicht gleich klappt, ey, ich raste so aus. Ich hoffe, ihr könnt sie da... Okay, könnt ihr nicht hören. Stufe 13, nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter, ich schwöre, meine Katze geht mir so auf und sag, ey, ich heute gleich so aufs Maul. Ja, als ob sie da gleich krepieren würde oder sowas, ey. Ich habe die ganze Zeit Hunger, diese Katze, weißt? Habe ich jetzt nicht zum Angriff geklickt? Nee, habe ich nicht. So, eine gewonnene Schlacht sieht so aus, Jungs. Merkt euch das. Oh, laggy. Aber egal. Boah. Jetzt geht's schon wieder los, oder was? Ey, ganz ehrlich. Wenn man noch nicht mal mehr sowas wie Mount & Blade spielen kann, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann ist der Gaming-PC dringend möglich. Also ich kann ja eigentlich noch so alles spielen oder so. Aber ich will ja aufnehmen und spielen. So, da hinten. Ach, da sind noch ganze 3 Stück. Was ist mit euch los, Jungs? Tschüss. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und soll ich euch was sagen? Ich hatte bei diesem Kill gerade die Augen zu. Ohoho, bin ich ein Gangster. So. War nicht schlecht. Ach, ich muss da hier STRG drücken. Steuerung. Okay, 31. Ne, komm, lassen wir mal. Ich suche jetzt nochmal eine neue Person hier, mit der ich... da ist ein Banditen... Seeräuber-Anlegestelle. So, im Markt... Ne, ich wollte nicht zum Marktplatz. Ich wollte zur Schenke. Und nochmal einen neuen Mann rekrutieren, weil ich habe jetzt wieder neue... Ach, eine Frau ist auch nicht schlecht. So, mein Essen ist schon so gut wie fertig eigentlich. Also, es sind eigentlich nur Brote, aber... ja, ich hole die gleich mal raus. Und die neue Rüstung von den Seeräubern gebe ich dann gleich mal der Matelt. Matelt, keine Ahnung, wie der heißt. Wie heißt denn Matelt? Okay. Gut, ich mache mir eben nochmal. Ich hole mir eben nochmal kurz mein Essen raus und dann bis gleich. So, Jungs, alles ist erledigt und essen werde ich jetzt hier nicht aus Höflichkeit. Aha. Nee, genau, wo sind jetzt die Matelt hier? Team Madelt, wo sind die? Boah, kann sich mal gleich zu Artemina, ja? Männer, keine Ahnung, Artemina, begeben und jetzt reden wir mal mit der Ausrüstung. LOL, 30-10, nicht schlecht. 35-10 ist aber besser. Sieht zwar scheiße aus bei ihr, aber egal. So, dann haben wir nochmal diese Räuber weg, weil wir es einfach können halt. Weil wir einfach so stark sind. So, okay, ich muss mich beeilen, ich muss sie richtig aufstellen, ich muss sie richtig aufstellen. Verpisst euch, Jungs! So. Haben wir ja irgendeinen gewissen Vorteil? Nein, haben wir nicht. Wir haben eigentlich gar keinen Vorteil.
Weil wir die erst hier vorne sehen. Alter, waren das gerade Schatten da? Das sind Schatten. Habe ich Schatten irgendwie etwa neu eingestellt? Ich weiß es nicht. Sind mir nie aufgefallen. Ja, komm, hier wirst du doch jetzt wohl was treffen, oder? Jawohl. So, Bogenschießen wird schon mal schön gesteigert hier. So, jetzt schießen meine Leute. Das haben die wohl nicht erwartet hier. Dass hinter der Mauer hier ein Riesenbatzen von Meisterschützen steht. Ich kann jetzt gediegen hier die Leute töten. Oder nee, die konzentrieren sich gediegen. Aha, aha, Mama, hilf mir. Scheiße. Fuck, okay. Das ist jetzt nicht gut, weil ich habe jetzt nicht so viele Leute getötet. Meine Leute müssen sich jetzt anstrengen und gut hier alles zerbersten. Aber die konzentrieren sich ja noch alle teilweise auf mich hier. Alter. Da kommen schon meine Leute. Meine Jungs, ey, Alter, wie ich sie liebe. Tja, stand so alleine. Alter, da sind gerade zwei gegen alle. Alter, meine Jungs sollten sich mal beeilen. Aber die konzentrieren sich doch immer noch alle auf mich. Ich weiß echt nicht warum. So, Jungs, mal ein bisschen Tempo hier reinbringen. Ich will keine Verluste, Mann. Bisschen Tempo, Tempo. Ja, toll, da haben wir es schon. So, Atimena ist auch schon tot. Oder besser gesagt, bewusstlos. So, ich soll mich mal ein bisschen konzentrieren und nicht mein Headset richten. Zweihandwaffe schon 133, auch nicht schlecht. So, der Freund, ja, der Freund, ne? Und er will auch schon flüchten hier, so. Ist aber nicht bei mir. Bei mir gibt es eine Tote. So, nicht zu vergessen, ich sollte mich dann mal ausruhen. Nicht wie immer einfach neue Leute angreifen. Was war das? Na, ach, komm, komm, ey, wenn der jetzt flüchtet, ich sag's euch. Die Schatten sehen in der Nacht richtig schwul aus. Jubelst du? Jubel. Komm, komm. Danke. So. Hier noch ein Helm für die Maddelt. Nochmal eine Streitaxt für die Maddelt. So. Einige Truppen können befördert werden. Das hätte ich mir jetzt auch nicht anders erwartet. So, okay. Gut, ja, ich war doch richtig bei Trupp. Reden. Ausrüstung kann sie sicherlich nicht aufnehmen. Oh doch. So. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt, rekrutieren nochmal ein paar Leute und gehen dann eine Runde plündern, weil ich es so will. Und ja, ich weiß, mein Leben ist down, aber das wird sich schon richten. Und hier ist echt alles kaputt, wa? Alles. Alles ist kaputt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht irgendwie von Banditen oder so überfallen, nur weil ich so wenig Leute habe. Ja, das sieht schon mal nicht gut aus für mich. So. Genau, dann gehen wir mal dahin. Da wollte ich hin. Nein, mach nein! Jetzt sind die vor mir da, jetzt machen die es kaputt. Oh, Jungs, Jungs, ich will doch nur ein paar Leute rekrutieren. Alle sind gegen hier die Wege hier. Leute. Und der hier wollte es gerade auch plündern, wa? Ach, vor dir da gewesen. Da habe ich noch ein paar Leute gerettet. Ja, und das war's wieder. Ja, wie es aussieht, war's das. So, jetzt haben wir 4 Leute dazu bekommen, oder was? Keine Ahnung. So, oh, hier. Da war ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht. Nee, da war ich noch nicht. 3 neue Leute. Gehen wir auch einfach nochmal dahin. Weil ich glaube, ich krieg da auch Wege, Leute. Jo. Ich sollte welche bekommen haben. So. So, hier habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, mich hinzubegeben.
Ne, gebe ich mir. Sanjar Khans Trupp. So, okay, hier ein bisschen Stimmung reinbringen und so. Hier mal ein bisschen Action. Wo bin ich denn da hinten? Begeben wir uns hier mal zu den Orange.